Schweinenackensteaks und Würstchen kann jeder grillen. Auf unserem Rost landen heute wahre Giganten. Ein über 200 Kilo schwerer Ochse und ein leckeres 17 Kilo Spaten. Doch es geht noch viel größer, wie diese Grillprofis Christa und Hermann Weber zeigen. Vom Kühltransporter angeliefert, stellt der 220 Kilo schwere Ochse das Team vor eine echte Herausforderung. Nur mit Hilfe des Flaschenzuges gelingt es, die gewaltige Masse in den Grillofen zu wuchten. In der Haltevorrichtung eingelegt, fixieren Schrauben und Spieße den Fleischgiganten. Ja, man muss kontrollieren, auf jeden Fall. Man muss kontrollieren, dass es nicht locker ist und dass nichts runterfallen tut. Es sind auch gerade diese Teile hier, dass man nachziehen muss. Weil durch die Garproduktion wird das Fleisch ja weniger. Und es ist ja lockerer dann, nicht, dass es vom Spieß dann irgendwann mal runterfallen tut. Es kann auch sein, dass es wie ein Grill nochmal nachgezogen werden muss, alles. Knapp 2000 Euro kostet der aufgespießte Ochse. Im nächsten Schritt wird das Fleischstück mariniert. Die Gerätschaften hierfür hat sich der Grillmeister selbst zusammengestellt. Eine gepfefferte und gesalzene Brühe wird in das Ochsenfleisch gespritzt, und zwar ringsum. Eine schweißtreibende Arbeit bei diesem riesigen Tier. Das ist der Vorteil, wenn man die Marinade reinbringt, dass alles genauso gut schmeckt, innen wie außen. Die meisten werden es nur außen würzen, macht weniger Arbeit. Da ist man doch ganz schön beschäftigt. Aber Qualität braucht jetzt Zeit. Im letzten Schritt wird der 220 Kilogramm schwere Fleischgigant mit einer Würzmischung eingerieben. Eine Spezialmixtur des Hauses. Unter anderem aus Salz, Pfeffer und Paprika. Eine um den Bauch gewickelte Alufolie schützt das zarte Fleisch vor den hohen Temperaturen. Sie wird erst gegen Ende des langen Grillprozesses entfernt. Trotz einer Hitze von 300 Grad Celsius dauert es mindestens 6 Stunden, bis das Riesenvieh gar ist. 4 Gasflaschen befeuern die Heizstrahler an der Rückwand des Megaofens. Ein starker Motor dreht den Spieß. Seine lange Grillerfahrung verhilft Hermann Weber mittlerweile zu einem besonderen Fingerspitzengefühl. Das Gefühl muss man haben, wie bei einer Frau. Das gewisse Gefühl muss man haben. Bis zu 450 Portionen gibt der fertig gegrillte Ochse her. Auf Großevents bietet die Catering-Firma ihr Fleisch in allen Variationen an. Vom Ochsenbrötchen bis hin zu einem kompletten Gericht. Und wie schmeckt es? Sehr saftig. Ist auch nicht zäh. Sehr lecker. Am Abend ist nichts mehr übrig. Würde sich ein Laie zutrauen, so einen Giganten zu grillen? Theoretisch würde ich es ja schon mal ausprobieren, ja klar. Wenn ich eine Anleitung dazu hätte irgendwie, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Ja.